Moin, ich bin der Jean-Marie Biver. Das ist der letzte Monat, wo sich eine Party Leute zusammenfand, um einen ganz bestimmten Profi-Deal zu holen. Der Profi ist 2x2, Dialog auf Verbund Lützebäuer und Refugien, die sich bei dieser ersten Edition Gedanken gemacht und zu Menge Bilder. Los stellen mir ich die verschiedenen Dialoge vor. Katja und Aida decided to talk about my wooden sketchbook. Let's discover their dialogue. Hi, it's nice to meet you. My name is Katja. I'm 19 years old and I'm from Luxembourg. I love doing music and I'm curious about any kind of art. This project captured my attention because I was interested in working with somebody from another culture. It's quite interesting how views resemble and differ from each other, especially when you try to analyze the same painting. How about you? Hi Katya, my name is Aida. I am from Iran and I have a passion for design. What do you think about this picture? Well, it's giant. You see so much. I don't know where to look at first. I mean, it's not just one painting. It's composed of small ones. I think there are 157. It's impossible to take just one look at it. It's definitely not a painting to pass by. I feel kind of obligated to stop in front of it, like an impulse that forces you to look at all the details. 157? Did you count them? No, that's what the text on the wall says. 157 paintings on wood. Did he use oil color or is it acrylic? When you look closely, you see some pencil strokes. Wait, why are some of the paintings covered by a glass plate? According to the text, the painting seeks to reflect the stream of information and images that we encounter every day. There are so many familiar things, from landscapes to a cup of coffee. However, I don't know what the circle means or the divided picture, because they show up quite often. Looks like the artist is combining naturalistic with abstract art. Maybe he paints about what he sees and what he thinks of. This would explain the words that sometimes make up a whole picture. That makes sense. It seems like he shares his private thoughts. Some of them appear quite hopeless, but then you see an optimistic one. Everything becomes possibly maybe. The text passes even into the next one, like getting hope again, which you'd lost. When you look at some of the pictures, you notice the time passing by, like the change from day to night and different seasons that do appear. For me, it looks like a timeline or a kind of diary when you consider the title a wooden sketchbook. But it's unusual that the title doesn't stand on the first position like it normally does. Right. Why did you choose a leaf to open the collection? So he seems to share his private moments with us. What do you think is his message behind it? Besides making us assume that he had a rabbit as a pet. Maybe the painting doesn't show us his individual life, but also represents life itself. We see a combination of good and bad thoughts, idyllic places and dark rooms. There are recognizable details and unclear ideas, chaos and order. Actually, you could even consider that chaos is necessary for order. So if the painter represents life and shows himself within, he gets a part of it. As a human being, he encounters so much information which he needs to process. His sketchbook becomes a way of dealing with his surroundings. By painting and sharing his different views on life, the artist becomes human, with a natural desire for understanding. Le tableau Grand Paysage au début du printemps a inspiré Gilles et Oksana, et voici leur dialogue. Bonjour. Je m'appelle Oksana, je viens d'Érythrée, j'ai 18 ans. Je m'appelle Gilles et j'ai 25 ans, je suis luxembourgeoise. Ensemble, on va vous présenter la série de peintures « Grand paysage » de Jean-Marie Biver. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les arbres, je vois de l'herbe, je vois des loups, je vois les tracteurs, je vois un champ, je vois les vaches. Je vois une rue. Est-ce qu'il y a une différence entre les tableaux? Oui, il y a une différence entre les tableaux. Les plus grands ont été parce que l'air est vert
il fait bon. La table au centre est en automne parce que les feuilles deviennent brunes. Le plus petit tableau est en hiver parce qu'il est très sombre. Oui, moi aussi je vois cette différence. En plus, le grand tableau est le moins détaillé et le moins net, et les autres peintures deviennent de plus en plus claires. Est-ce que tu aimes cette peinture? Oui, j'aime la peinture parce qu'elle est réaliste et parce que Jean-Marie dessine bien et choisit bien ses motifs. Il a un style très naturel. Est-ce que tu préfères la peinture réaliste ou imaginaire? Je préfère la peinture réelle parce que j'ai l'impression de mieux la comprendre et d'avoir un lien plus profond avec elle. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens bien parce que j'aime la place. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans le tableau? Je m'assois près de l'eau parce que quand il fait chaud, c'est rafraîchissant. Et toi? Je me sens calme. Je pense que je ferais une balade pour voir tout le paysage et pour bien profiter de la nature. Mais je pense que je serais étonnée de voir Icarus qui brûle. Pourquoi Icarus est-il dans l'image? Je pense qu'Icarus représente un homme qui a trop travaillé, qui voulait toujours avoir encore plus d'argent, et forcément un jour, il s'est brûlé et il est tombé. Mais je pense que ce n'est pas un hasard qu'il soit tombé dans la campagne, dans la nature. Ça pourrait être l'occasion de se reposer et de se retrouver soi-même. Ok. Est-ce que pour toi, c'est une peinture de Luxembourg? Oui, il y a beaucoup de champs au Luxembourg, surtout dans le nord du pays. Personnellement, je viens de la ville du Luxembourg, et pour moi, la campagne, c'est un sentiment de vacances ou de week-end. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ton pays? Oui, il y a une différence. Je trouve que la nature est plus belle et plus verte parce qu'il y a assez d'humidité. Comment as-tu trouvé ce projet? Bien, j'ai beaucoup réfléchi pendant ce travail. Je n'ai jamais travaillé comme ça avant. C'est intéressant de parler ensemble. Et toi? J'ai bien aimé le projet aussi. Je trouve le concept intéressant de discuter sur l'art avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. J'ai aussi aimé travailler avec toi. Tu es sympa et on a bien rigolé. Johannes et Nicolas ont décidé de discuter de cette peinture intitulée « Grand paysage ». Moi, Nicolas, je m'appelle Johannes et je suis élite. J'ai 18 ans, j'habite à Luxembourgville, je suis célibataire, j'aime bien les peintures et dessiner. Moi, Johannes, je m'appelle Nicolas, j'habite à Maastricht aux Pays-Bas, mais en ce moment je suis en vacances chez mes parents à Münster. J'ai 25 ans et j'aime faire du skate et jouer à la batterie. Alors, aujourd'hui on parlait de quoi? Aujourd'hui nous parlons de cette peinture de Jean-Marie Bive. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un paysage, je vois une vis, les animaux, les vaches, les arbres, le ciel et les nuages. Je vois aussi des chemins et un tracteur. Il y a un paysan qui récolte à manger. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'artiste? L'artiste s'appelle Jean-Marie Bive et vient du sud du Luxembourg, du Minette de Tudelange. Et il travaille surtout la peinture. Il s'intéresse à la vie de tous les jours. Il a fait diverses séries sur les arbres, le ciel et ce genre de paysage. Ce tableau-ci est une commission de la commune de Trois-Vierges. Est-ce que tu aimes ce tableau? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que le tableau est grand et bien dessiné. C'est pas comme je vois pour moi, c'est le Luxembourg. Pourquoi? Parce que le Luxembourg a une nature très verte. Il y a beaucoup d'arbres et des animaux, comme un merche, par exemple. Est-ce que pour toi aussi, c'est le Luxembourg? Pour moi, ce tableau représente vaguement la commune de Trois-Vierges. Luxembourg, c'est beaucoup de choses différentes en même temps.
dans ce genre de nature. Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens joyeux et pensif. Ces paysages et calme me fait penser. Il te fait penser à quoi? J'ai pensé sauter sur les vis et courir sur les chemins. Et toi? Ce tableau me donne envie d'éternuer parce que je suis allergique au pollen et j'ai toujours éternué dans ce genre de paysage pendant mon enfance. Est-ce que tu peux peindre ou dessiner? Peindre, non, mais je sais dessiner. D'ailleurs, pas si mal que ça. Qu'est-ce que tu aimes dessiner? J'aime dessiner la vie de tous les jours comme Jean-Marie. Mais surtout, je dessine des portraits. Si je suis dans un café, par exemple, je dessinerai les gens que je vois assis. Et toi, est-ce que tu aimes dessiner? Oui, pas des peintures, mais des dessins, des animaux, des arbres, et surtout la nature, la mer aussi, la mer et les bateaux. Je vois que nous arrivons au port de notre aventure. Sur ce, on se dit au revoir. Merci d'avoir participé à ce projet avec moi. Je me suis bien amusé et j'ai appris bien des choses. On se reverra. Merci Nicolas pour les informations sur la peinture. J'aime bien travailler ensemble. À la prochaine, Adi. Melika und Jana haben sich viele Gedanken über den Tao Te King gemacht. Hört selbst. Hey, ich heiße Jana, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Luxemburg. Ich interessiere mich sehr für Kunst und Kultur und fand die Idee interessant, Leute aus anderen Kulturen kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Deshalb habe ich mich hier angemeldet. Wie heißt du? Hey, schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Melika, ich bin auch 19 Jahre alt und komme aus dem Iran. Ich liebe Architektur. Cool. Hast du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Sehr gerne. Guck mal, das Kunstwerk da hinten gefällt mir echt gut. Mir auch. Ich habe auch schon darüber nachgelesen. Es entstand aus der Zusammenarbeit der Luxemburger Künstler Jean-Marie Biver und Serge Tonner. Das Kunstwerk basiert auf dem chinesischen Gedichtsband Tao Te King aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, das vom Luxemburger Künstler Serge Tonner auf Luxemburgisch übersetzt wurde. Daraufhin malt Jean-Marie Biver zu jedem Gedicht ein Aquarell. Es besteht aus 81 Aquarellen, die meist die Natur abbilden. Die Gedichte sind sehr philosophisch und man findet ihre Aussage auch in den Aquarellen wieder. Das klingt sehr interessant. Schau dir mal das Aquarell Nummer 59 an. Das ist schön. Ich sehe einen menschenleeren Strand. Zum Meer hin auf der linken Seite wird alles heller und zur rechten Seite hin alles dunkler. Auf der rechten Seite ist der Himmel stürmisch und auf der linken wird das Wetter besser. Man kann einen Zaun mit einer Öffnung erkennen. Wie würdest du das Bild denn interpretieren? Ich glaube, dass der rechte Teil für die Verzweiflung steht und der linke für die Hoffnung. Der Mensch soll den Weg zum Meer, also von der Dunkelheit bis zum Licht finden und immer versuchen, Hoffnung zu haben, auch wenn die Situation nutzlos scheint und niemand ihm hilft. Egal wie schlimm deine Situation ist, irgendwann wird es dir besser gehen. Die Interpretation gefällt mir. Ich lese mal das Gedicht vor auf Luxemburgisch. Wirklich gut geht. Am Umgang mit den Menschen, an am Anklang mit dem Universum, aus Trickhallung dat bascht. Von Trickhallung uns echt zürch aus, gewonnen ma u Gutheit. Mit wirklicher Gutheit, aus neicht unerreichbar. Von neicht unerreichbar aus, ginnet kein Grenzen. Von net kein Grenze gin, kann weit uns all gehören. So was die wirklich Gutheit, fällt mom von der Welt. Wat von hier könnt, halt lang un. Mit deinen Wurzeln an einem starken Stamm weist sie den Weg bei dem Leben, aber bei Licht. Im Gedicht selbst geht es darum, dass man durch Beschränkung zum guten Menschen wird, der durch alle Grenzen überschreiten kann und somit den Sinn des Lebens erfüllt. Ich kann das auch im Bild erkennen. Wenn man sich selbst beschränkt, überschreitet man die Grenze von Unzufriedenheit zur Zufriedenheit. Die Grenze stellt der Zaun dar. Okay, schau dir mal das Bild Nummer 41 an. Okay. Ich sehe eine relativ schmale Treppe aus Stein, die zu einem hellen, leuchtenden Ausgang führt. Das Bild ist in dunklen, rötlichen Farben gehalten. Ich lese mal das Gedicht vor. De Weh ist himmlisch. Wenn Openers auf dem Weh heiert, die geht im gleichen Nu. Wenn der Zischer aus auf dem Weh heiert, wo geht in dem Nu, wo könnte von dem Of. Wenn nicht Openers auf dem Weh heiert, die lacht drüber.
geh für nicht drüber lachen, da wäret nicht der Wöre weh. Der Weh für an die Licht schenkt durch Deichter zu gehen. Der Weh noch viel schenkt zurück zu gehen. Der flache Weh schenkt oben auf zu gehen. Wie ein Raum ohne An, ein Klang ohne Ton, ein Bild ohne Form. Der Weh ist himmlisch, an ohne Num. Man nimmt hei, geht alles fertig, aber bleibt alles ganz. Ich würde das Gedicht und das Aquarell so interpretieren, dass dieser harte und dunkle Weg, der zum Licht führt, den Weg zum Glück und zum Erfolg symbolisiert. Dieser Weg ist für jeden individuell und man muss auf seine eigene Intuition hören, um herauszufinden, welcher Weg für sich selbst der richtige ist. Man muss mutig sein, um den Weg zu folgen, weil man mit Problemen zu kämpfen haben wird, aber nur so wird man zu seinem Ziel gelangen und glücklich werden. Als ich das Bild gesehen habe, musste ich sofort an Nahtoderfahrungen denken, da anscheinend Leute, die das erleben, oft einen Tunnel mit einem Licht sehen. Somit stellt vielleicht die Treppe das Leben dar und das weiße Licht den Tod bzw. den Übergang zu einer anderen Wesensdimension. Interessant. Wollen wir uns noch ein letztes Bild anschauen? Wie wäre es mit dem Bild Nummer 30? Gerne. Auf dem Bild sieht man eine Person am Strand, die ganz schwarz gemalt ist. Der Schatten ist auch schwarz. Der Sand ist rot. Ich glaube, dass die Person sich also selbst hasst, sowohl ihren Körper als auch ihren Charakter. Sie versucht, sich von diesen Gefühlen zu lösen, indem sie Wünsche und Dinge verfolgt, die ihr ein gutes Gefühl geben. Okay, ich lese das Gedicht vor. Gewalt als gehnt der gute Weh. Ein Meister am Leben verzicht auf Waffen, a Gewalt. Weil Gewalt auch gegen das Cyber geht. Hannah den Zaldote wiest, schüsst der Stil nach an da. Nur großem Krieg könnt doch groß Lied. Geh ob dein Ziel du, am mach, wat gemacht muss gehen. Bestimmt, ma ohne Mut will, a ganz ohne Gewalt. Gewalt ist gegen die gute Weh, an gewonnen könnt verlieren. Wann der Weh verloren geht, geht es sei oben an. Ich glaube, dass die Person schwarz gemalt ist, weil sie den Krieg gefordert hat oder im Krieg war. Ihr geht es sehr schlecht und hat, wie du schon gesagt hast, psychologische Probleme. Sie kann wahrscheinlich nicht damit umgehen, dass sie daran beteiligt war, andere Menschen umzubringen. Die rote Farbe des Sandes steht für das Blut der Kriegsopfer. Somit ist das Gedicht und das Aquarell ein Appell an den Frieden und daran, keinen Krieg zu beginnen. Durch Krieg werden viele Menschen leiden und es wird immer eine andere, friedlichere Lösung geben. Man muss sich nur darum bemühen. Ja, das stimmt. Siehst du denn Gemeinsamkeiten zwischen den drei Bildern? Mir ist aufgefallen, dass die drei Gedichte und Bilder das Thema des richtigen Lebensweges thematisieren. Das heißt, dass es darum geht, wie man sein Leben auf die richtige Weise lebt. Der Text ist sehr alt, aber noch immer aktuell, weil sich die Menschen schon immer mit dem Thema beschäftigt haben und auch in Zukunft das noch immer tun werden. Da hast du recht. Danke, dass du mit mir gearbeitet hast. Gerne.